So, also unser Tutorial. Grundsätzlich sowieso am besten ist, wenn da auf Auto steht. Und wenn man einmal angefangen hat aufzuzeichnen, nachher nicht mehr reinfummeln, weil sonst steht es wieder resetten. Am besten mal checken, dass da Follow eingeschaltet ist, egal was kommt. Und da mal einfach nur auf A. Und immer kurz bevor der nächste Tag kommt, jetzt sagen, was kommt. Jetzt sagen, was kommt. Jetzt sagen, was kommt. Und jetzt sagen, was kommt. Also Beispiel, dann kommt B. Dann kommt C. Und dann kommt D. Egal. Jetzt kommt ein B. Jetzt kommt ein C. Okay. Jetzt machen wir das Beispiel, dass wir A, B, A, B haben. Ganz zurücksetzen und so und Play A. Nächstes B. Nachher wieder A. Und dann wieder B. Okay, checken. Einfach immer kurz bevor das neue Bar kommt oder wenn es das aktuelle Bar am Spielen ist, sagen, wie das nächste Bar wird sein. Und so wird gechained. Okay, noch ein Beispiel.